Für Stefanie Schwarz-Gutknecht ist Kinderärztin zu sein kein Beruf, für sie ist es eine Berufung. Doch so sehr die 47-Jährige ihren Job liebt, heute ist Zeit für Freizeit. Gemeinsam mit ihrem Team und ihren beiden Söhnen besucht sie den Europapark in Rust. Es macht einfach Spaß, auch mal mit dem Team was zu machen, was Spaß macht. Wir haben ja immer viel Arbeit und viel Stress und hier können wir mal richtig viel Spaß miteinander haben. Und deswegen machen wir auch einmal im Jahr auch so einen richtigen Betriebsausflug. Ja. Nachdem das Tipi-Zelt für die Nacht bezogen wurde, geht es in den Park. Das Team der Ärztin freut sich besonders auf die Achterbahn und da muss die Chefin natürlich mit einsteigen, auch wenn sie den Adrenalinkick überhaupt nicht mag. Man merkt, dass sie Angst hat, auf jeden Fall. Aber ich meine, viele haben halt Angst. Das kann man nicht jedem zumuten. Sie ist mutig, sie traut sich, sie ist cool. Die macht auf jeden Fall mit. So klasse, es hat so viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben alle total viel Spaß heute gehabt. Und manche von meinen Mädels waren das erste Mal hier im Park. Und ich glaube, wir sind richtig begeistert. Ja. 2 Tage kann das sympathische Team die freie Zeit genießen. Denn danach geht es wieder weiter im Praxisalltag. Und der wird heute etwas ganz Besonderes. Baby Luisa lernt mit 5 Wochen das erste Mal ihre Kinderärztin kennen. Von der sogenannten U3-Untersuchung erhofft sich Mama Susanne viel. Ich bin gespannt, ob sie uns noch mal eine Empfehlung geben kann für eine gute Osteopathin. Ich bin gespannt, ob Luisa gut zugenommen hat, entsprechend ihrer Entwicklung, die sie eigentlich haben sollte. Ob alle Reflexe gut sind, ob wir irgendwas im Verhalten ändern könnten. Also ich denke, einfach einen Rundumschlag, hoffe ich. Dass Luisa genug zugenommen hat, erkennt die Kinderärztin schnell. Mama Susanne macht sich trotzdem Sorgen. Gelegentlich spuckt sie halt, also je nachdem, wenn ich jetzt vorhin natürlich gestillt vom Termin, dass sie schön und ruhig ist und entspannt. Und habe sie dann auch jetzt nicht ganz so lange hochgehalten, wie es normal macht. Jetzt spuckt sie halt. Okay. Da habe ich ein bisschen immer Bauchschmerzen. Oh, ich komme mal hin rüber, aber dieses Spucken ist ja so ein bisschen physiologisch. Das ist daher, weil sich der Magen oftmals noch nicht so ganz fest schließt. Und also das Speien, das Spucken raus. Und solange die Kinder gut zunehmen, ist das auch alles in Ordnung. Okay. Genau, was sagt ihr auch? Speikinder sind Gedeihkinder. Ja, tatsächlich so. Ich bin ja auch dazu da, auch erstmal unsicher zu nehmen, noch Ängste zu nehmen und Eltern ein bisschen aufzuklären, dass sie auch ganz Entspanntes genießen können. Es gibt ja auch viele, die sich sehr viel Stress machen, sehr verunsichert sind und die können dann auch oft draußen sagen, ach, wie gut, dass sie mir das jetzt gesagt haben und jetzt bin ich entspannter und ich möchte auch, dass die diese Zeit genießen, weil es ist so eine tolle Zeit, wenn man das erste Mal Mutter ist, da darf man das nicht kaputt machen durch irgendwelchen Stress oder weil man Angst hat, das Kind gedeiht nicht oder es schreit zu viel und es ist mir total wichtig, dass die rausgehen und sagen, jetzt fühle ich mich wieder besser und jetzt kann ich auch wieder mein Kind viel besser genießen. Die Ärztin will auch Mama Susanne all ihre Sorgen nehmen. Sie litt als Kind an Hüftdysplasie. Nun hat sie Angst, dass sie diese Fehlstellung der Hüftgelenke ihrer Tochter vererbt hat. Ob das wirklich so ist, erfahren Sie gleich. Bevor die Hüften untersucht werden, will die Kinderärztin Luisas Reflexe testen. Ah ja, super schön, der war klasse. Der war klasse, ja, der war ganz prima. Ich gucke da einfach, wie das Kind von seiner Entwicklung ist. Also ich kann das dann einfach, natürlich auch ein bisschen Erfahrung dabei. Ich gucke, wie es bewegt sich, wie hältst du den Kopf, wie hältst du die Beine, wenn ich die irgendwie so hoch und runter hebe. Und das ist so ein bisschen kinderärztliche Erfahrung, um zu sehen, ist das Kind im Moment normal entwickelt. Ne? Und auch ganz wichtig am Anfang, weil jetzt sieht man natürlich schon, ob alles in Ordnung ist oder ob da vielleicht was ist, wo ich drauf achten muss, wo ich das Kind öfter kontrollieren müsste. Bei Luisa ist alles in Ordnung. Nach der ganzen Aufregung ist nun Zeit für eine Stillpause und ein wichtiges Gespräch zum Thema Impfen. Wir haben noch eine Impfung, die jetzt noch nicht auf diesem Impfplan steht. Es ist eine Impfung gegen Hirnhautentzündung. Und Hirnhautentzündung impfen wir schon diese sogenannten Meningokokken C. Die wird ab dem ersten Lebensjahr einmal geimpft. Und seit fast 5 Jahren gibt es jetzt eine Impfung gegen Meningokokken B. Und paradoxerweise sind die Meningokokken B, die hier nicht draufstehen, die häufigeren Ursachen oder Auslöser für Hirnhautentzündung. Das heißt, ich würde Ihnen empfehlen, die auch mitzuimpfen. Als Kinderarzt ist natürlich Impfen ein ganz zentraler Punkt. Ich will auch impfen, ich bin für Impfen. Ich denke, dass ein ganz wichtiger Teil meiner Tätigkeit ist, die Patienten davon zu überzeugen, wie wichtig Impfen ist. Ich bin aber so, ich möchte die aufklären. Ich möchte, dass die sagen, sie haben mich überzeugt davon und ich mache das jetzt auch. Ich möchte niemanden zwingen dazu. Und deswegen nehme ich mir unheimlich viel Zeit, die Aufklärung zu machen.
Auch dieser wichtige Punkt der Früherkennungsuntersuchung ist nun abgehakt. Jetzt widmet sich die Kinderärztin der größten Sorge von Mama Susanne. Hat ihre Tochter Luisa eine Hüftdysplasie? Ultraschall der Hüfte, ja, das gibt es seit ungefähr, ich glaube, so 20 Jahren, macht man bei allen Kindern. Es gibt ja die Erkrankung der sogenannten Hüftdysplasie, dass der Hüftkopf nicht richtig in der Hüftschale drin sitzt. Und früher hat man das leider ganz spät erkannt, als wenn die Kinder richtig gehinkt haben, Schmerzen hatten. Und dann hat das ein Orthopäde aus Österreich, der Professor Graf, entwickelt diesen Hüftultraschall. Und seitdem können wir das so schnell bei den Neugeborenen gleich feststellen. Und das ist wirklich eine ganz tolle Methode, um das auszuschließen. Ja. Eine sehr schöne Hüfte, die ist schon ausgereift. Also man sieht hier ganz schön den Oberschenkel, den Hüftkopf, der noch nicht ganz verknöchert ist, sieht man hier so rund angedeutet. Und hier ist quasi das Becken hier und es sieht sehr gut aus. Ne? Luisa ist rundum gesund und Mama Susanne erleichtert. Hat gut performt. Bis auf eine kurze Stillpause und gelegentliches Spucken war alles okay. Aber dafür bist du ja auch ein Baby. Patienten, die zufrieden nach Hause gehen, machen die Ärztin glücklich. So einfach wie Baby Luisa ist ihr nächster Fall allerdings nicht. Die 12-jährige Melina hat starke Bauchschmerzen. Warum, erfahren Sie beim nächsten Mal.